Entweder man liebt es oder man hasst es. Müllermilch versus Monte. Beide bestehen überwiegend aus Milch. Müllermilch hat 3,8% Schokoladenpulver. Monte verwendet nur 0,9% Schokoladenpulver und zusätzlich 0,7% Haselnussmark. Beide nutzen leider Carrageen. Statt 500 bekommen wir jetzt nur noch 400 ml Müllermilch. Noch weniger bekommen wir von Monte, 200 ml. Das hat man sofort gesehen. Montes Milchtrink ist viel dickflüssiger als Müllermilch. Man riecht den Unterschied sofort, deswegen lasse ich das mit dem Blindtest. Welcher von beiden hat aber den intensiveren Geschmack? Wie zu erwarten, das Mundgefühl ist dickflüssig. Ich bezweifle aber, dass der Geschmack von Haselnussmark kommt. Ich rieche mehr Aromen als Zutaten. Die Süße von 10 Gramm Zucker pro 100 ml kommt ganz deutlich rüber. Und jetzt Müllermilch. Müllermilch hat auch 10,2 Gramm Zucker pro 100 ml. Nichtsdestotrotz bekommst du mehr Geschmack von Müllermilch als von Monte. Das würde ich eher essen.